Kurz nach Mitternacht, ein Porsche steht in Flammen. Der 911er im Wert von rund 125.000 Euro wurde in Brand gesetzt. Davon ist die Polizei überzeugt. Sie finden Brandbeschleuniger an seinen Reifen. Unbekannte, die sich nicht an die jüngst in Hamburg verhängte Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr morgens halten, haben die Edelkarosse angezündet. Ansonsten heißt es seitens der Polizei, es war eine ruhige Nacht. Die Beamten patrouillieren auf der Reeperbahn, wo sonst wildes Treiben herrscht. Doch in dieser Nacht nur gähnende Leere. Nur vereinzelt gehen Hundebesitzer noch Gassi mit ihrem Vierbeiner. In der Talstraße auf dem Kiez heben die Beamten eine Corona-Party aus. 7 Personen feiern in einer Wohnung. Die Beamten lösen die Fete auf, schicken die Gäste nach Hause. Zuvor wird für jeden der Partygänger allerdings noch ein Bußgeld von 150 Euro fällig. In Eimsbüttel sprühen Unbekannte Ausgangssperre brechen in weißen Lettern an die Wand. Das Anarchiezeichen spricht für Täter aus der linksextremen Szene. Restaurants dürfen während der Ausgangssperre auch kein Essen zum Abholen mehr anbieten. Die Lieferdienste fahren aber weiterhin, genauso der öffentliche Personennahverkehr. Die Verordnung gilt zunächst bis zum 18. April.